2007. Auf dem Weg zum Flughafen von Antalya wird Sabrina A. festgenommen. Im Koffer der Rheinhauserin finden die türkischen Beamten 5 Kilogramm Heroin. Außer Sabrina verhaftet die türkische Polizei 2 Türken. In den Vernehmungen gibt Sabrina an, den Koffer für einen türkischen Bekannten mitgenommen zu haben. Von den Drogen will sie nichts gewusst haben. Die türkischen Ermittler überzeugt diese Darstellung nicht. Sabrina kommt in Untersuchungshaft. Drogenhandel wird in der Türkei ähnlich hart verfolgt wie Terrorismus. Der jungen Frau drohen 15 Jahre Haft. Der Fall erregt in Deutschland großes Aufsehen, denn Sabrina ist schwanger. Vor 3 Monaten bringt sie ihren Sohn Jason zur Welt. Sabrinas Anwälte bemühen sich um ihre Freilassung. Nach ihrer Darstellung ist Sabrina ein unschuldiges Opfer, das an die falschen Leute geraten ist. Ende Mai entscheidet das Sondergericht in Izmir dann, dass Sabrina gegen eine Kaution aus der U-Haft entlassen wird. Umso überraschender die plötzliche Wendung. Gestern Nachmittag verurteilten die türkischen Richter Sabrina wegen versuchten Drogenschmuggels. Hans Reinhardt, Sabrinas deutscher Anwalt, ist jetzt bei uns. Herr Reinhardt, wieso diese überraschende Wende? Jeder hat mit einer baldigen Freilassung gerechnet. Ja, damit haben wir in der Tat gerechnet. Das hohe und durchaus vernichtende Urteil für Sabrina ist auf ein krasses Versagen des türkischen Rechtsanwaltes zurückzuführen. Also Sie sehen die Fehler bei dem Anwalt. Was sagen Sie denn, was hat er genau falsch gemacht? Der türkische Rechtsanwalt hätte den weiteren Ablauf der Beweisaufnahme in der Hand gehabt. Und er hat schlichtweg nichts getan. Er hätte die Zugriffsbeamten benennen müssen. Er hätte die Polizeibeamten, die vor Ort die Ermittlungen geführt haben, in den Prozess als Zeugen einführen müssen. Alles ist gefilmt worden. Es gibt Videoaufnahmen. Der gesamte Weg des Rauschgifts von Istanbul nach Antalya ist festgehalten worden. Es gibt Telefonüberwachungen und anderweitige Beweismittel. Das alles ist nicht in den Prozess eingeführt worden. Und nochmal für unsere Zuschauer, Sie haben dann keinen Einfluss darauf und können dem Kollegen Tipps geben. Ich kann dem Kollegen Tipps geben, allerdings die Umsetzung obliegt ihm allein. Er ist dort zugelassen. Ich bin letztendlich auf ihn angewiesen, dass er seine Arbeit richtig macht. Er hat es aber nicht gemacht. Kommen wir aber zu Sabrina. Viele fragen sich, wie geht es ihr jetzt? Wie hat sie das Urteil aufgenommen? Sabrina ist am Boden zerstört. Es geht ihr wirklich schlecht. Die Haftsituation ist so gestaltet, dass sie mit 12 bis 13 anderen Frauen in einer Zelle untergebracht ist. Mit einem 3 Monate alten Kind und das bei 40 Grad Außentemperatur. Wie geht das jetzt weiter? Ich meine, das ist noch ein Baby in der Zelle mit vielen anderen Gefangenen. Das Leben des Kindes ist maßgeblich mit dem Verbleib von Sabrina verknüpft. Das Kind kann nicht auf Dauer in der JVA verbleiben. Es muss soziale Kontakte aufbauen. Es muss in den Kindergarten, in die Schule. Wir hoffen nur, dass das Kind bald nach Deutschland kommt und letztendlich möglicherweise Sabrina auch. Wir müssen noch mal ganz kurz zurückgehen, Herr Reinhardt. Das türkische Gericht hat ja Freilassung auf Kaution angeboten. Es ist nicht dazu gekommen. Was ist da passiert? Im letzten Hauptverhandlungstermin hat das Gericht einen Beschluss gefasst, wonach gegen Zahlung einer Kaution von 10.000 Euro Sabrina auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Es war sehr schwierig, diesen Geldbetrag zusammenzubekommen. Vor circa 2 Wochen ist es mir gelungen, Geldgeber aufzutreiben, die diesen Betrag hinterlegen wollten. Das Ganze muss aber über den türkischen Rechtsanwalt geschehen. Dieser muss dort den Gerichtsbeschluss vorlegen. Und dieser hat erneut krass versagt. Also hat dort wieder nicht gehandelt. Letzte Frage, warum könnte nach anderthalb Jahren Sabrina hierher nach Deutschland verlegt werden? Es ist die Möglichkeit einer schnellen Abschiebung gegeben. Es richtet sich danach, ob zunächst das Revisionsverfahren durchgeführt werden soll oder vielmehr das Abschiebeverfahren im Vordergrund zu stehen hat. Dann warten wir ab und schauen auf den Fall. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Reinhardt. Bitteschön.